Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Zuschauerrennen hier auf meinem Kanal. Und ihr seht hier schon, die 10 Kandidaten stehen bereit. Und wir gehen nochmal ganz kurz auf die Strecke ein. Also ihr habt sehr, sehr viele positive Kommentare zu der neuen Strecke geschrieben. Scheint euch sehr, sehr gut zu gefallen. Mir gefällt sie auch sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich auch gar nicht so viel geändert, außer eine kleine Sache. Nämlich habe ich ja jetzt durch den Livestream die Jurassic Tour endlich freigeschaltet. Also die ist jetzt auch hier als kleines Hindernis in der Strecke. Ihr seht ja schon hier fleißig Jeeps am Rumfahren. Ich hätte es gern noch gehabt, dass hier ein paar mehr Jeeps rumfahren. Aber das ist leider nicht machbar. Also ich habe halt überall den Regler, da wo es geht, hier bei den Tour Trucks auf Maximum gestellt. Ich glaube, 6 ist allgemein das Maximum, aber das kriegst du halt auch nur hin, wenn die Strecke eine bestimmte Länge hat. Und ja, besser als so habe ich es jetzt nicht hinbekommen. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird ja der ein oder andere Tour Truck hier die Jeeps aufhalten. Ich bin da sehr gespannt, wie das neue Hindernis sein wird. Habe ich soweit jetzt auch noch nicht getestet, ob das überhaupt... Ja, wir werden sehen. Ich denke nicht, dass das so krass sein wird, das Hindernis, aber vielleicht wird es ja die ein oder andere Änderung vornehmen. Und ansonsten würde ich sagen, können wir gleich schon hier zu den Kandidaten kommen. Aber kurz vorweg nochmal eine kurze Erklärung zu den Regeln. Also wir haben insgesamt 10 Jeeps, die gleich beim Rennen antreten werden. Und die müssen hier vorne über die Ziellinie fahren. Dann haben sie das niedrige Gesundheit. Das ist bestimmt schon wieder ein Brachiosaurus hier, ne? Oder irgendein anderer. Jo, die sind nämlich manchmal echt ein bisschen zu blöd zum... Ja, welcher ist denn das? Oh, der hat keine Nahrung mehr. Okay, das muss ich mal ganz kurz ändern hier. Zu viele Dinos, zu wenig Futter. Bitte sehr. So war ich stehen geblieben. Genau, wir haben hier 10 Jeeps. Und die treten gleich gegeneinander an. Beziehungsweise miteinander an. Weil wir haben 5 Teams. Ihr seht ja schon, immer 2 Jeeps sind in einer Farbe. Das hier ist zum Beispiel Team Retro. Da haben wir hier das Teammitglied. Ich will jetzt noch nicht mit der Maus darüber gehen, damit man die Namen noch nicht sieht. Hier Team Blau und so weiter und so fort. Und dann gibt es für den ersten Platz 10 Punkte, für den zweiten 9, für den dritten 8, für den vierten 7 und so weiter und so fort. Und am Ende werden dann die Punkte von dem Rennen zusammen addiert. Und das Team, was am Ende am meisten Punkte hat, das gewinnt dann hier auch. Das heißt, derjenige, der hier als erster durchs Ziel fährt, hat hier nicht unbedingt gewonnen. Also es können auch ein anderes Team dann noch gewinnen. Hatten wir auch schon öfter den Fall. Und ansonsten gibt es natürlich noch unsere Bonuspunkte, die man bekommt. Das sind 2 Bonuspunkte. Die bekommt man, wenn man hier über diesen Mast rüberspringt. Ist sehr, sehr schwierig geworden seit dem Update. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird es ja heute jemand schaffen. Ich glaube, beim letzten Mal hat es niemand geschafft. Aber die 2 Bonuspunkte können natürlich auch zum Sieg verhelfen hier. Und ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht viel zu erklären. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Jeeps. Die Jeeps stehen hier schon bereit und warten darauf, dass es hier losgeht. Und 10 von euch werden hier diese Jeeps übernehmen und die Glücklichen sein, die hier an diesem Rennen teilnehmen. Und für das Gewinnerteam gibt es natürlich jeweils einen 5€ Amazon-Gutschein, wie immer, zu gewinnen. Das kennt ihr schon. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Fangen an. Der erste für Team Retro, das ist Calypsus Repaints Forever. Dann kommen wir zu Team Blau. Da haben wir Dark Neth. Team Rot tritt an mit Akira Black. Team JWE geht an den Start mit Rachel Tode. Und der erste für Team Orange, das ist Dirk Eisenmenger. Und dann kommen wir zum Teammitglied für Team Retro, dem zweiten also. Das ist Let's Play Leon. Dann kommt Team Blau, der zweite Kandidat, das ist Kometenhieb. Für Team Rot geht als zweites an den Start I Noob Saibot I. Ich nenne dich einfach mal Noob Saibot. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann der zweite für Team Jurassic World Evolution, das ist Blazen. Und logischerweise muss dann unser letzter, richtig, der VIP Jeep sein. Der VIP Jeeps ist für die Unterstützer oder Mitglieder von meinem Kanal. Die haben hier nochmal eine Zusatzchance ja, auf einen Teilnahmeplatz hier beim Rennen. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir werden das jetzt auslosen. Dafür öffne ich mal eben unser tolles Rädchen hier. Diesmal haben ganze 8 Kandidaten mitgemacht, nämlich Marcel Braune, Zelda Fanboy, Leon, Mrs. Sunstorm, Lekröte, Nubikus, Bon LP und Lars Balsiper. Wir drehen das Ganze und dann sehen wir hier, wer der zweite Kandidat von Team Orange werden wird. Und das ist... ich glaube zum ersten Mal.
Mrs. Sunstorm, Miriam, herzlichen Glückwunsch. Hast du dir auf jeden Fall verdient. Ich blende mal hier das Rad aus. Und dann benennen wir den ganzen Jeep hier mal. Mrs. Sunstorm. Herzlichen Glückwunsch, Miri. Ich wünsche dir viel Glück im Rennen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir die Kandidaten hier benannt. Falls ihr jetzt nicht drangekommen seid, seid bitte nicht traurig. Beim nächsten Rennen habt ihr wieder die Chance. Aber wie das Ganze funktioniert, verrate ich euch am Ende. Und jetzt geht's los. So, wir können das Ganze starten. Und was ich auf jeden Fall wieder mache, ist hier das Tor zu öffnen. Weil das Gallimimus-Gehege ja sonst wirklich zu krass ist. Die Jeeps, die stauen sich hier dann teilweise richtig, richtig lange. Es kann dann sogar vorkommen, dass hier ein Jeep noch steht, wenn die anderen schon in Richtung Ziel fahren, also ins Ziel einfahren. Und deswegen eröffne ich das Ganze hier. Und dann machen wir hier den Sound weg und dann startet hier das Rennen. Die Kandidaten fahren jetzt los. Ich bin sehr gespannt, wer hier am besten wegkommt. Es ist immer sehr, sehr knapp. Und am besten kommt Team Blau hier durch mit Darkness, gefolgt von Mrs. Sunstorm. Alle anderen Kandidaten hängen jetzt hier noch ordentlich fest und blockieren sich gegenseitig. Eieiei, okay. Da kommt jetzt der nächste, das ist Calypsos. Und noch einer für Team Retro, das ist Let's Play Leon. Gefolgt von Akira. Und die Kandidaten, die schlängeln sich jetzt hier schon durch den Felsweg hier. Schön im Zickzack. Und Calypsos ist wirklich mega schnell hier unterwegs und überholt jetzt hier auch Mrs. Sunstorm. Eieiei. Das war ganz schön krass. Und Akira überholt jetzt auch Let's Play Leon, der hier am Felsen festbleibt. Legt jetzt hier den Rückwärtsgang ein und baut hier einen Unfall mit Dirk Eisenmenger. Und jetzt kommen so die anderen Kandidaten auch noch. Blazen kommt jetzt hier auch an Team Orange ran. Wird jetzt ziemlich ausgebremst hier von Dirk Eisenmenger. Und die anderen Kandidaten sind jetzt hier gerade im Gallimimus-Gehege. Rachel Tode wird auch ausgebremst. Und Noob Saybot überholt jetzt hier Rachel Tode. Also Team JWE ist hier gerade nicht sehr, sehr gut durchgekommen. Und ihr seht schon, die Kandidaten fahren jetzt hier bei den Gallimimussen vorbei. Und jetzt geht's zu dem Sprung und die Gallimimusse, die haben sich alle schon hier eingefunden. Jetzt wird's gefährlich. Es kann jetzt sogar sein, dass Kandidaten hier ausscheiden, wenn die wegglitschen. Der erste Kandidat knallt dagegen, schafft's leider nicht. Darkness hat's leider nicht geschafft. Calypsos schafft es leider auch nicht. Da kommt der erste Kandidat für Team Rot. Der schafft es. Das ist Akira Black. Herzlichen Glückwunsch. Du hast auf jeden Fall den Sprung geschafft. Müssen immer gucken, dass sie die Kandidaten nicht wegglitschen. Weil es kann wirklich passieren. Hatten wir zum Glück noch nicht den Fall. Die anderen Kandidaten schaffen es leider auch nicht. Oh, Dirk Eisenmenger ist rausgeflogen. Aber das ist eine Abkürzung. Er kann jetzt hier wieder in die Strecke fahren. Die beiden springen auch sehr hoch, aber nicht weit genug. Sehr, sehr schade. Kometenhieb und Blazen. Also es hat bis jetzt nur einer geschafft. Ich glaube, das war Akira. Und da kommt noch ein Kandidat. Und der schafft es leider auch nicht. Knallt auch da oben gegen. Aber es ist keiner weggeglitscht, das ist schon mal sehr gut. Und der Dirk Eisenmenger hat jetzt hier, so wie es aussieht, die Führung übernommen, Leute. Mit der Abkürzung, dass er hier rausgefallen ist. Also es war sehr, sehr gut. Wenn man auf der anderen Seite hier rausfällt, auf dieser Seite, dann hat man einen Umweg. Da muss man hier hinten wieder rumfahren. Und wenn man hier rausfährt, fällt, kann man hier durchfahren und hat eine schöne Abkürzung. Aber der Dirk, der hängt jetzt hier ordentlich im Spinosaurus-Gehege fest. Hat es jetzt aber geschafft. Aber Darkness kommt jetzt hier wieder nah ran. Na, die Spinos, die machen es hier den Kandidaten nicht sehr, sehr leicht. Ihr seht schon da hinten, ne? Kandidaten kommen jetzt hier alle so. Einer hängt da hinten noch mega fest. Das ist echt ärgerlich. Ne, sogar zwei. Oh nein, Team JWE schon wieder. Blazen und Rachel Tode. Ich habe das Gefühl, dass Team JWE immer am schlechtesten abschneidet. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann ja mal jemand eine Statistik oder so machen. So. Der gute Dirk Eisenmenger für Team Orange. Fährt jetzt hier super bei den Gyrosphären durch. Kommt jetzt ins Ziegengehege. Aber dicht gefolgt von Darkness. Der könnte jetzt hier auch überholen. Wird jetzt aber ordentlich ausgebremst. Und jetzt kommen wir zu den Ziegen. Dahinter kommt Team Rot. Wird aber jetzt nochmal von der Gyrosphäre ordentlich geblockt. Habt ihr das gesehen? Hat man ganz leicht gesehen. Das ist Akira. Und dahinter kommt schon wieder Team Orange mit Mrs. Sunstorm. Ja, die Ziegen, die machen es den Kandidaten hier auch nicht sehr leicht, wie ihr seht. Also die halten die ordentlich auf. Das Feld, das wird jetzt auch wieder, oder rückt ein bisschen dichter aneinander ran. Und Miriam überholt jetzt hier gut. Zwei Kandidaten, so wie es aussieht. Darkness und Akira hat Mrs. Sunstorm überholt. Und ist jetzt hier auf Platz 2 vorgefahren. Nicht schlecht. Aber die beiden verkeilen sich jetzt hier so ein bisschen. Das nutzt natürlich der Dirk Eisenmenger. Fährt jetzt vor. Und die Kandidaten hängen jetzt hier ordentlich fest. Und was passiert jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Alle Kandidaten sind jetzt gefühlt hier. Aber Mrs. Sunstorm fährt jetzt weiter auf Platz 2.
Damit ist, glaube ich, zweimal Team Orange vorne. Nicht schlecht. Gefolgt von Team Blau und zweimal Team Rot. Ein Kandidat fehlt hier noch. Nee, jetzt sind alle Kandidaten hier im Ziegengehege. Aber wir schauen mal wieder weiter zu Platz 1. Der befindet sich nämlich jetzt irgendwo hier in diesem... Ja, da ist er, der Dirk. Fährt jetzt hier durch das Pflanzenfressergehege durch. Die fahren alle klug seitlich hier am Rand entlang, wo gerade keine Dinosaurier im Weg sind. Also das hat alles super geklappt. Das Feld ist aber wirklich noch dicht aneinander. Also das ist schon wirklich krass. Darkness hat auch schon wieder Platz 2 übernommen, wie es aussieht. Der war ja vorhin noch auf Platz 3, glaube ich. Und jetzt kommen wir zu den Jurassic Tour Trucks. Und die scheinen hier auf jeden Fall die Kandidaten ein bisschen auszubremsen. Die muss man jetzt natürlich auch hier vermeiden zu rammen. Das sieht aber ganz gut aus. Aber es sind auch ein bisschen zu wenig Trucks leider, aber es ging nicht anders. Oh, die fahren auch alle innen lang. Vielleicht hätte ich mal die Truckstrecke ein bisschen mehr innen machen sollen. Aber jetzt kommt natürlich nochmal eine große Entscheidung hier. Hier kann man abkürzen. Wenn man schafft, hier rüber zu springen, hat man hier eine riesige Abkürzung genommen. Ist aber sehr, sehr schwierig. Der Dirk Eisenmenger schafft es hier auch leider nicht. Aber hier kann sich nochmal alles ändern von den Positionen. Der Darkness schafft es leider auch nicht. Und? Oh, das wird knapp. Nee. Mrs. Sandstorm hat es leider auch nicht geschafft. Ist jetzt hier voll gegen die Wand geknallt. Kleines Stückchen höher, dann hätte sie es geschafft. Wo sind jetzt die anderen Kandidaten? Da kommt Team Rot, das müsste Akira sein. Ja. Akira schafft es leider auch nicht. Auch knapp gegen die Wand geprallt. Sehr, sehr schade. Wenn man den Sprung hier schafft, kürzt man hier dieses ganze Stück ab. Also das Troodon-Gehege und hier hinten diese ganze Strecke. Also damit kann man gut Plätze gut machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kandidat noch kommt, hier zum Beispiel Team Retro, kann er hier die Führung übernehmen, wenn er den Sprung schafft. Ah ne, das ist sogar Team Rot. Schafft es aber leider auch nicht, so wie es aussieht. Ne. Und da fährt Dirk durch. Wir schauen jetzt nochmal, ob es Team Retro schafft. Ne, Team Retro bleibt auch hängen. Und gehen wieder zu Dirk Eisenmenger. Der fährt jetzt hier vor. Kommt jetzt ins letzte Gehege hier. Das T-Rex-Gehege. Und falls er jetzt hier nicht einen großen Fehler macht, sollte das hier der Sieg sein für Team Orange. Aber Team Blau kommt angeschossen jetzt hier. Und Darkness überholt. Im letzten Gehege. Das ist ärgerlich. Darkness holt sich hier die Führung. Im allerletzten Gehege. Richtig, richtig spannend. Und damit fährt Darkness ins Ziel und wird Erster. Gefolgt von Dirk Eisenmenger, der leider den Sieg verschenkt hat im letzten Gehege. Und dann kommt Mrs. Sandstorm oder Miri auf Platz 3. Aber sehr, sehr gute Platzierung hier für Team Orange. Das sieht sehr gut aus für euch. Von den Punkten. Dann kommt Akira auf Platz 4. Und die anderen, die scheinen sehr, sehr weit abgeschlagen zu sein. Akira fährt jetzt durchs Ziel, hat Platz 4. Und das Teammitglied von Akira kommt als nächstes. Das ist Noobsaibot. Fährt jetzt auch hier durchs letzte Gehege. Team Retro kommt aber nochmal angeschossen. Let's Play Leon könnte ihn jetzt nochmal überholen hier. Wird jetzt aber ausgebremst. Und damit sichert sich Noobsaibot auf jeden Fall den 5. Platz. Platz 6 geht dann an Let's Play Leon für Team Retro. Und da kommen die nächsten Kandidaten. Einmal Team JWE mit Rachel Tode und Kalypsos. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Platz wir sind, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das ist schon... Ja, da hinten kommt noch einer. So, Rachel Tode, den nächsten Platz. Und Kalypsos belegt hier, glaube ich, Platz 8 oder Platz 9. Ich glaube, Platz 8. Und jetzt kommen hier die letzten beiden Kandidaten, wenn mich nicht alles täuscht. Werden jetzt hier ordentlich aufgehalten vom Rexy. Na, T-Rex, willst du die nicht reinlassen in dein Gehege? Anscheinend gerade keine Lust. Aber Blazen tastet sich gerade ein bisschen vor und fährt jetzt vorbei. Den Platz sollte er sich nicht mehr nehmen lassen, denke ich. Jo, Blazen hat es geschafft. Ist durchs T-Rex-Gehege. Muss jetzt hier nur noch über die Ziellinie fahren. Hat's geschafft. Und last und least. Ich wollte gerade sagen last but not least, aber ist er leider letzter geworden. Kometenhieb für Team Blau. Hat's jetzt auch geschafft. Ist jetzt leider hier nochmal sehr hängen geblieben am T-Rex-Gehege. Fährt jetzt über die Ziellinie. Und damit müsste das Rennen hier vorbei sein. Ich schaue nochmal ganz kurz in der Übersicht. Es müssten alle Kandidaten durch sein. Jo, das sieht gut aus, Leute. Und das war wieder ein sehr, sehr spannendes Rennen. Also gerade am Ende hat sich nochmal viel geändert. Aber ich habe da auch schon wieder im Kopf jemanden, der vermutlich gewonnen hat. Aber wir müssen das Ganze natürlich erstmal ausrechnen. Und ich würde sagen, genau das tun wir jetzt. So, meine Freunde, das war das Rennen.
Und ich fand es wieder super, super spannend. Und ich kann schon mal vorweg sagen, es ist knapper geworden, als ich gedacht habe. Weil ich dachte schon so in meinem Kopf, wir haben auf jeden Fall einen sicheren Sieger hier. Aber es war wirklich sehr, sehr knapp. Und lasst euch überraschen. Kommen wir erstmal leider zum letzten Platz. Den hat belegt Team JWE mit 4 plus 2 Punkten für die Positionierungen. Das sind insgesamt leider nur 6 Punkte. Und da müssen wir nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil es haben schon einige in die Kommentare geschrieben, dass Team JWE immer, also noch nie gewonnen hat, sehr schlecht abschneidet. Und auch mir ist das aufgefallen, aber ich weiß echt nicht, woran das liegen könnte, weil wenn ihr mal schaut, Team JWE hat eigentlich einen ziemlich guten Startposition so. Also er steht hier relativ mittig zum Tor, hat jetzt keinen weiten Weg. Natürlich steht hier Team Rot mit am besten, wenn man das so sieht. Aber es ist jetzt wirklich kein schlechter Startplatz. Genau wie hier auf dieser Seite ist auch nicht schlecht. Und die stehen auch nicht irgendwie weiter hinten oder so. Wenn ihr mal guckt, stehen alle hier relativ dicht an dieser Linie dran. Team JWE steht sogar ein bisschen weiter vorne eher, oder? Ich glaube schon. Ich kann mir echt nicht erklären, woran das liegen könnte. Vielleicht kann ja mal jemand eine Statistik machen, wie schlecht und wie gut die jeweiligen Teams abgeschnitten haben oder sowas. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ja, vielleicht habt ihr auch eine Idee, woran das liegen könnte, dass diese Jeeps irgendwie schlechter sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Wir haben ja erst das siebte oder achte Rennen jetzt gehabt. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Kommen wir zum nächsten Platz. Da haben wir Platz 4. Den belegt heute Team Retro mit 5 plus 3 Punkten gleich 8 Punkte. Ja, solide Leistung. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Mal schauen beim nächsten Mal. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch und vielen Dank fürs Teilnehmen. So, und dann kommen wir schon zu den, wie nennt man das? Treppchenpositionen. Bronze, Silber, Gold. Und die heutige Bronzemedaille, die hat sich Team Blau gesichert. Sehr, sehr ärgerlich für Team Blau auf jeden Fall, weil der gute, oh, Entschuldigung, der gute Darkneth, der hat hier Platz 1 rausgeholt im letzten Gehege, also 10 Punkte sich gesichert. Allerdings hatte sein Teammitglied, Kometenhieb, einige Probleme und ist leider letzter geworden und hat damit nur einen Punkt bekommen. Das sind insgesamt deswegen leider nur 11 Punkte geworden. Ist sehr, sehr ärgerlich, aber daran sieht man einfach, dass das Ganze hier eine Teamleistung ist und keine Einzelleistung. Und deswegen hat es hier leider nur für die Bronzemedaille gereicht. Und jetzt kommen wir zu den beiden ersten Teams. Da haben wir Team Rot und Team Orange. Und es ist wirklich knapper geworden, als ich gedacht hätte. Aber trotzdem hat Team Rot es leider nur auf die Silbermedaille geschafft oder auf Platz 2 geschafft. Mit 7 plus 6 Punkten für die Positionierung. Und es gab nochmal 2 Punkte obendrauf, weil Akira, wo ist sie da, hat den Sprung geschafft. Und dadurch haben sie insgesamt 15 Punkte hier erzielt. Also sehr, sehr gut. Ich kann schon mal so viel sagen. Hätte Noobs Hey Bot auch den Sprung geschafft, wäre es ja eine Unentschieden geworden. Denn Team Orange hat insgesamt 17 Punkte erzielt. Mit Platzierung 2 und Platzierung 3 haben sie 9 plus 8 Punkte. Das sind 17 Punkte. Und damit hat Team Orange hier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Team Orange. Ihr seid hier die Sieger von diesem Zuschauerrennen. Das sind einmal Dirk Eisenmenger und Mrs. Sunstar Miri, beide zum ersten Mal teilgenommen und direkt den Sieg hier geholt. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt einen 5 € Amazon-Gutschein gewonnen. Schreibt mir auf Discord. Der Discord-Link ist unten in der Beschreibung. Miriam, du kannst mir ja einfach so Bescheid sagen. Wir haben ja eh jeden Tag Kontakt. Und ja, vielen Dank fürs Teilnehmen an alle. Seid bitte nicht traurig, falls ihr es hier nicht geschafft haben solltet. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr beim nächsten Rennen auch mal dabei sein wollt oder die Chance haben wollt, dabei zu sein, dann müsst ihr unten in die Kommentare schreiben. Hashtag Rennen und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal auch mit dabei. Würde ich mich auf jeden Fall super darüber freuen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.